was bisher geschah. Gott hat uns aus Ägypten geführt. Ja. Er hat uns dieses Land versprochen. Ja. Und schon bald wird es unser sein. Jericho ist unser! Wenn wir ihm gehorchen, dann ist alles möglich! Israel! 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 Was wollt ihr? Einen König. Einen König? Die werden zu Tyrannen. Nicht, wenn sie von Gott auserwählt sind. Saul, ich salbe dich zum ersten König von Israel. Ja! Du bist unser Prophet, aber ich bin dein König. Was Gott uns gibt, kann er auch wieder nehmen. Junger Mann, wie ist dein Name? David, Herr. David, das Volk erwartet von dir, dass du es verteidigst, es vereinst. Unsere Zeit ist gekommen. Ja, mein König. Jerusalem, unsere neue Heimat. David, du hast Gottes Volk auf Erden geeint. Ich stehe treu zu meinem Ehemann. Was ist mit deinem König? Glaubst du, Gott sieht nicht alles? Prophet! Ein König steht nicht über Gott. Für die Missachtung, die du Gott gezeigt hast, wird er großes Unheil über dein Haus bringen. Alles, wofür die Israeliten gekämpft haben, ist in Gefahr. Mein König. Jerusalems 21. König, Zedekia, wird bedroht von den großen Mächten in der Region. Er verbündet sich mit Ägypten, aber schuldet Babylon Gehorsam. Die Nachricht über diesen Verrat erreicht den babylonischen König Nebukadnezar. Wir ziehen los! Jerusalem! Jerusalem! Weißt du, was das bedeutet? Jerusalem, Stadt des Friedens! Seit der Zeit Davids haben Propheten wie Jeremia ihre Könige geleitet. Sie sind Israels direkte Verbindung zu Gott. Aber Jeremias Warnungen wurden nicht beachtet. Jetzt überbringt er eine letzte Botschaft an Zedekia. Seid Nebukadnezar untertan oder ihr kommt um. Ihr Abtrünnigen! Nein! Prophet, was soll das? Das bist du. Wenn du weise bist, dann stell dich unter das Joch Babylons. Nimm die Strafe Gottes an und sei gewiss, er wird nachsichtig mit dir sein. Das sind Gottes Worte! Unterwirf dich dem König Nebukadnezar! Verneige dein Haupt! Du wagst es deinem König zu sagen, er solle sich beugen! Du wagst es mich in Frage zu stellen, den Propheten Gottes! Du beleidigst mich, dafür wirst du büßen! Schaff den Verräter weg! Gott wird von Babylon aus Unheil über euch bringen. Jerusalem! Wir kommen!
ist die Stadt abgeriegelt. Ja, mein König. Niemand wird entkommen. Nach 18 Monaten begannen die eingeschlossenen Israeliten zu hungern. Einige Verzweifelte wurden zu Kannibalen. Er schwindet! Er gehört uns! Schützen! Bogen spannen! Los! Wenn ihr dem Untergang nahe seid, dann vertraut auf Gott, so spricht der Herr. Prophet, kannst du nicht für uns sprechen in der Stunde unserer Not? Nichts hat sich geändert. Ganz Jerusalem wird niederbrennen. Du hast geschrieben, tut Buße und alles wird gut. Gott wird uns alle retten. Geh nach draußen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt! Jetzt! Schlag hart zu! Stellt euch dagegen! Schlag hart zu und der Sieg wird unser sein! Jäger! Alles, was von Jerusalem übrig bleibt, wird bald euch gehören! Als Jerusalem verloren ist, fliehen Zedekia und seine Söhne über einen Geheimgang. Ihr müsst tapfer sein. Mir zuliebe. Schafft ihr das? Keine Angst. Euch wird nichts geschehen. Schnell, hier lang. Sein Volk hatte nicht so viel Glück. Jerusalem ist unser! Jerusalem gehört uns! Bestraft sie dafür, dass sie sich mir widersetzt haben. Sie sollen dafür bezahlen. Ah!
Nehmt alles mit. Und dann brennt diesen Tempel nieder. Der Tempel brennt! Alles, wofür wir gekämpft haben, ist verloren. Seit Abraham hat das israelitische Volk für dieses gelobte Land gekämpft. Die Hoffnungen und Träume von Generationen sind zerstört. Unter den Fliehenden ist ein junger Mann. Sein Name ist Daniel. Hier lang, Daniel! Los, schnell! Sie ist verschlossen. Daniel, bleib hinter mir! Wartet! Vornehme Leute! Ich will sie lebend! Azaria! Daniel! Daniel! Azaria! Nein! Wir sind Männer Gottes! Bleibt zusammen! Azaria! Sucht Zedekia. Sucht seine Familie. Ja, Herr. Verrat hat seinen Preis. Habt keine Angst, meine Kinder. Jetzt sind wir in Sicherheit. Zedekia! Kommt, kommt hier lang! Nein! Nein! Bitte! Tut ihn nicht! Das ist das letzte Mal, dass ihr mich sehen werdet. Nehmt ihn mit. Das israelitische Volk wurde ins Exil verschleppt. Ein monatelanger Marsch Richtung Osten nach Babylon. Los, weiter! 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 Schneller! Weiter, weiter! Ja, komm hoch! Thank you.
Jeremia war einer der wenigen, dem die Flucht gelang. Er machte sich auf den Weg nach Ägypten und kehrte nie wieder zurück. Das auserwählte Volk hatte seinen Propheten verloren, seine Stadt und seinen König. Los, Hippo! Das israelitische Volk brauchte einen neuen Anführer, um in Babylon zu überleben. Einen Mann wie Daniel. Daniel besaß hellseherische Kräfte und wurde gezwungen, Nebukadnezar zu dienen. Kann denn keiner mir meinen Traum beschreiben? Oder meinen Traum deuten? Schweigen ist keine Antwort. Ihr seid doch Gelehrte, Magier, Seher. Also, was seht ihr? Herr, verzeiht mir. Niemand hier kann eure Gedanken lesen. Wieso seid ihr dann überhaupt hier? Aber mein Gott kann es. Er ließ mich euren Traum sehen. Dann wird es dir ja wohl möglich sein, ihn zu beschreiben. Jede Einzelheit. Da war eine riesige Statue eines Mannes. Der Kopf war ganz aus Gold. Dann stürzte ein gewaltiger Stein auf die Statue und zerschmetterte sie. Das ist mir ja schon bekannt. Was bedeutet das? Die Statue steht für das Reich, das eurem folgen wird. Eures ist das Größte, ein Kopf aus Gold. Und der Stein, der die Statue zerstört? Das ist das Königreich Gottes. In der Zukunft wird Gott über die ganze Welt regieren. Für immer. Zerstört durch euren Gott? Ja, Herr. Wie ist dein Name? Daniel. Du bist ein mutiger Mann, Daniel. Ich weiß das zu schätzen. Du wirst mir ab jetzt dienen. Wir müssen tun, was sie sagen. Werden wir je nach Jerusalem zurückkehren? Jeremia hat prophezeit, dass wir das eines Tages werden. Und was machen wir bis dahin? Unsere Häupter verneigen und diesem Monster dienen? Ich will das nicht mehr. Denk an unser Volk, Azaria. Solange wir dem König dienen, können wir ihnen helfen. Eingesperrt oder tot können wir es nicht. Nebukadnezar hat Gottes Tempel zerstört und uns ins Exil verschleppt. Mein Name ist Azaria, der dem von Gott geholfen wird. Ich werde Gott anrufen und ihn bitten, mir jetzt zu helfen. Man wird dich töten, wenn du dich nicht verneigst.
diese Statue nicht anbeten. Jetzt! Mit all unserem Herzen folgen wir dir. Verneigt euch! Wir suchen dein Antlitz. Mit meinem Herzen folge ich dir. Ich fürchte dich. Ich suche deine Gegenwart. Bringt sie her! Oh, meine Freunde. Euer Glaube wird geprüft werden. Daniel! Was ist mit ihnen? Wieso verneigen sich deine Freunde nicht? Ich versichere euch, sie werden euch ein Leben lang treu dienen, so wie ich, aber... Aber? Aber wir beten nur zu unserem Gott. Ich bringe sie dazu, dass sie sich verneigen. Wir fürchten dich. Wir suchen deine Gegenwart. Wir beten zu dir. Wir sind deine Freunde. Wenn wir etwas biegen möchten, das hart ist und unbeugsam, was tun wir damit? Wir werfen es ins Feuer. Mein König! Haltet ihn fest! Heißt die Herr des Herrn, Lob und Rühm. Mein König! Verbrennt sie! Heißt nein! Verbrennt sie! Los! Heißt den Herrn! Bringt Holz! Und Öl! Macht schon! Feuer! Bringt mir Feuer! Hier, mein König. Die Strecke des Todes umfasst mich. Des Totenreichs Schrecken haben mich getroffen. Schweige nicht zu meinen Tränen. Ich bin überwältigt von Leid. Ich rufe den Namen des Herrn! Gott, rette mich! Höre mein Ruf. Höre mein Gebet. Meine Feinde werden verzeihen. Sie werden sich abwenden in Scham. Wieso verbrennen sie nicht? Von Judah, erhebe dich. Gott ist mit uns. Er ist mit uns. Gott ist mit uns. Das Feuerwunder vereinte das israelitische Volk. Sie ließen nicht zu, dass ihr Glaube im Exil schwächer wurde, sondern bestätigten erneut ihren Bund mit Gott. Die Gesetze, die Moses am Berg Sinai erhalten hat, und die Geschichten werden bewahrt und zusammengetragen mit den Büchern von Josua, Samuel und den Königen. Zusammen bilden sie das Herz
des Alten Testamentes. Das israelitische Volk hat seinen Glauben, aber noch immer sind sie Gefangene. Und der einzige Mann, der sie hätte freilassen können, hat den Verstand verloren. So weit ist es gekommen, Nebukadnezar. Der größte König und jetzt der geringste auf Gottes Erden. Siehst du, wohin dein Stolz dich geführt hat? Und uns? Du hättest uns freilassen können. Und jetzt sind wir immer noch Gefangene, so wie du. Hier. Ein neuer König wird kommen. Bitte Gott, er möge uns erlösen. Nach Nebukadnezars Tod nähert sich Babylon eine gewaltige Armee, angeführt von Kyros, dem König von Persien. Lass sie wissen, dass wir da sind. Den Babyloniern ist klar, dass sie keine Chance haben. Kampflos lassen sie Kyros in die Stadt. Kyros wird uns freilassen, wenn die Prophezeiung wahr ist. Um sein Volk zu schützen, freundet sich Daniel mit Kyros an. Und auch weiterhin deutet er Träume. Was bedeutet dein Traum, Daniel? Es ist nicht mein Traum, Herr. Hier in Babylon gibt es einen Propheten, Jesaja. Er sagt, da ist ein König, den ich bei seiner rechten Hand ergreife, um die Völker vor ihm zu unterwerfen. Er heißt Kyros. Er hat euren Namen genannt, Herr. Das bedeutet, Gott ist mit euch. Ich glaube, du willst mir schmeicheln. Aber daran ist noch niemand gestorben. Mein König, ihr habt schon viele große Dinge getan, wie die Aufzeichnungen belegen. Ja, so soll es sein. Ich bin Kyros, König der Welt. Und dennoch hängt er an Daniels Lippen, als hätte er die Kraft verloren, für sich selbst zu denken. Daniel muss beiseite geschafft werden.
Einen Monat ohne Gebet. Nur ein Verräter hätte etwas dagegen einzuwenden. Ich muss zu meinem Wort stehen. Ich habe Ihnen die Freiheit zu beten versprochen. Es wäre nur ein Test Ihrer Loyalität. Sie hatten so viele Herrscher. Wir sollten sicher gehen, dass Sie euch als den endgültigen und einzigen König der Welt betrachten. Gebet für Kyros nichts Bedeutendes, aber wir werden uns nicht fügen. Denen ist der König egal, die wollen nur so viel Macht wie möglich über ihn haben. Das bedeutet, sie müssen dich aus dem Weg räumen. Eine Falle für uns alle, die wollen unseren Tod. Ein Monat, was wirst du tun? Ich weiß es nicht, aber ich kann nicht länger leben, ohne zu Gott zu beten. Hilf mir, Gott, durch deinen Namen. Sei gnädig zu mir. Durch deine unendliche Liebe. Schaffe in mir ein reines Herz, oh Gott. Und schenke mir einen neuen, beständigen Geist. Verbann mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Für seinen Ungehorsam gegen Kyros wurde Daniel verhaftet und zum Tode verurteilt. Thank you.
Hilf mir, Gott, durch deinen Namen. Sei mir gnädig und schenke mir deine unendliche Liebe. Mein König, fühlt ihr euch nicht wohl? Ich habe nicht geschlafen. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Soll ich vielleicht den Arzt rufen? Ich tat meinem Freund Unrecht. Öffnet die Tür. Gott ist mit euch. Dein Gott existiert. Dein Gott hat dich gerettet. Ja. Ich bin Kyros, König der Welt, und ich verkünde Folgendes. Dein Volk soll nach Jerusalem zurückkehren. Ihr Gott wird zufrieden sein, obwohl sie leider keinen Tempel mehr haben, um ihn anzubeten. Werft ihn zu den Löwen. Nein! Nein! Weißt du, was das ist? Ja. Das ist aus dem Tempel in Jerusalem. Es ist wunderschön. Ich habe nie gesehen, wie es benutzt wurde. Und da ich hier in Babylon bleibe, werde ich das wohl auch nie. Aber unsere Kinder werden es sehen, wenn sie nach Jerusalem kommen, der Tempel wieder aufgebaut und unser Volk wieder genesen ist. Unser Kampf ist vorbei. Es gibt etwas, das ich dir zeigen will. Komm mit mir. Siehst du? Unser Volk ist auf dem Weg zurück in die Heimat. Nach Jahrzehnten im Exil gehen sie voller Hoffnung. Und mit einem Ziel. Sie haben so lange darauf gewartet. Aber ich fürchte um ihre Zukunft. Ich hatte einen Traum. Ich sah eine große Bestie. Furchtbar, schrecklich und sehr stark. Sie hatte große eiserne Zähne und verschlang die ganze Welt. Aber Gott wird uns nicht im Stich lassen. Ich sah einen großen neuen Anführer. In meinem Traum stand vor mir einer wie eines Menschen Sohn. Er kam mit den Wolken des Himmels. Er bekam ein Reich, Ehre und große Macht. Völker und Menschen aus jedem Land, das ihn verehrt hat. Dies ist nicht das Ende, Azaria. Es ist der Anfang.
Das israelitische Volk wird Hilfe brauchen, um das zu überleben, was ihm bevorsteht. Im Verlauf der nächsten 500 Jahre wird dieses kleine Volk immer wieder und wieder angegriffen. Dann unterliegen sie der Gewalt Roms. Römische Gier. Römische Gesetze. Römische Strafen. Israel leidet wie nie zuvor. Jeden Tag beten die Menschen für einen neuen König David, der sie erlösen soll. Aber einige weigern sich zu warten. In Jerusalem hängt ein römischer Adler über dem neuen heiligen Tempel der Juden. Eine Schmach für ihren Glauben. Macht schnell! Er muss entfernt werden. Der nächsten Folge. Maria, meine Verlobte, du hast die schönsten Augen, die ich je gesehen habe, und das süßeste Lächeln. Was könnt ihr mir über den neuen König erzählen? Wer steht hier vor dir? Ich, Herodes, König der Juden. Natürlich. Wer behauptet denn, König zu sein? Niemand. Er ist noch nicht geboren. Aber es gibt eine Prophezeiung, die die Sterne ankündigen. Tötet sie! Tötet sie alle! Ich halte dich! Oh mein Gott, es kommt! Ich taufe dich für das neue Königreich! Da du gereinigt bist, wird ganz Israel gereinigt sein! Die Leute laufen in Scharen zu diesem wilden Täufer. Einige nennen ihn sogar den Messias. Dann behalte ihn im Auge, deinen Messias. Einer wird kommen, der großartiger ist als ich. Und er tauft mit Feuer. Ich bin nur eine Stimme der Wildnis, die den Weg bereitet für den Herrn. Er ist gekommen. Er ist dort draußen und öffnet die Herzen der Menschen. Befehl von Cäsar. Diese Streitigkeiten müssen aufhören. Was werden wir jetzt tun? Die Welt verändern. Er bringt uns ein neues Zeitalter der Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit. Seine Macht wird alle Menschen in eine neue Welt ziehen. Alle Menschen!